Hey, ciao zusammen, schön sind wir wieder mit dabei. Wir sind da gerade im dritten Spiel und das starten wir jetzt auch gerade gegen Foreurs, irgendwas. Baldio, Foreurs. Mein Französisch ist noch schlechter als mein Englisch. Also lassen wir das auch gerade besser. Und ja, das überspringen wir jetzt, komm, das haben wir schon zu Genüge gesehen. Das Spiel gesehen, wir müssen schauen, ob unsere Rockets wieder so abgehen. Wobei der letzte Match, ja, naja. Nicht so wirklich abgegangen. Jetzt sind wir auch nicht wirklich parat, so wie es aussieht, da. Forcing the goalie to crane left and then right, using the point, lifted on goal. That's why the goalie. Oh, da bin ich dran. Oh, was mache ich? Vollpfosten. Oh, da ist er. Ui, da hat er Glück. Ui, da hat er Glück. Und sie kommen, sie wollen das Goal schiessen. Die müssen das Goal schiessen. Boah, da ist er dran. Big save. Hui. Gerade noch mit dem Bein ausgefahren, du. Komm jetzt, hey, Jungs, Jungs. Und da ist er drin. Fuck you, ey. Ich hab's gerade gesehen. Gerade dann ist es gesehen. Damn it. The lane was open to wrist the puck towards the net and somehow it beat the goaltender. And so sometimes you just get beat and this is a clean shot. Ja, den muss ich natürlich haben. Ich stehe vielleicht auch zu weit rein. Keine Ahnung. Oh, Tipps rein. Muss ich da weiter rauskommen? Dass dort hinten sind in der blauen Linie. Wahrscheinlich. Glaub schon. Winger gets the puck, center gets high marks for the tie-up. Full steam up the wing. Catawampus to the corner. The Rockets. Jungs, jetzt sind wir schon wieder da, hey. Das ist a routine pad saw. Long cross ice pass and he's got it. So, jetzt aber. Druck erhöhen, überall in allen Zonen den Druck erhöhen. Wir können gar nicht klar kommen mit denen. Forcing attention in deep. Oh, good chance here. He's got a wonderful centering pass. He drives to the net. A shot. Great save. Point blank. Wonderful work and goal. Kurve. Das geht ja ab da. Und wow, das muss es doch sein. Dammit, das muss es sein. So Chancen dürfen wir uns jetzt da nicht entgehen lassen. Herrlich. Sometimes there's just nowhere to go with the puck. Guys, this is an excellent shot, but the goaltender makes an excellent pad save. Jetzt zeigst du die Chance, die er sowieso easy hat. Gescheiter die von vorher zeigt, wo er noch ein schönes Querpässchen versaut. No so ich könnte mich noch ein bisschen mehr aufregen. Darum. They want to start piling a couple of wins back to back and gain some momentum. And that's one period. Still two more to go. Ja, völlig völlig unnötiges Goal, ey. So feurig, ey. Aber mal so richtig feurig, ey. Fünf Schüsse, mir ist vorkommen wie 20. Jetzt da wieder auf Standard zurückgestellt. Wir müssen doch mal Druck machen, wir sind 1-0 rein. Hey. Drag between the blue lines. Takes it on the wing. Tries to get it on net. Well handled. Moves to the corner. Drives to the crease. Gains the zone.
Jetzt Jungs kommen. Ja doch. Boah, das wär's fast gesehen. Ich würde sagen, so nicht, aber ja. So nicht. Got that one ahead at center ice. Up the wing. Oh, und das Beste. Und der Save. Oh mein Gott. And he slides it through mid ice. It's chipped in. Valdor's Er ist sprachlos. Scheiße, der ist so ein Goalie, muss in den Chill. Unbedingt. Der motherfucking Big Save ist das gewesen. Und der motherfucking voll dümmste Pass ist das wohl gewesen. Aber er hat nochmal gerettet. Hartmann will das. Szene für Szene holt er sich. Nur das eine beschissene Goal. Das müssen meine Jungs noch wieder gut machen. Jure, Blech. Oh, und das wär's gewesen. Ui, das wär's gewesen. Voll verladen hat er mich nicht. 20 Meter vor dem Goal hat er mich verladen. Accidentally blocked. Moves it to the shadow of the boards. It's a 3-on-2. How will they defend this? Hey, wir haben keine Chance. Die Jungs kommen da hinten gar nicht klar mit der Verteidigung. Players tired, about to get a rest, but still seconds to play in this period. Let's it go. Easy. So ein hoher Schüssel, der für nichts ist. Let's it go. Accidentally blocked. Two periods down, one period to go. Oh mein Gott, komm jetzt, das ist die Parade, muss wirklich im Replay kommen jetzt. Ja, da ist sie schon. Bams, auf Bams. Because of saves like this, he's got a shutout. Not superstitious. Intermission is next. Wir haben jetzt in zwei Drittel haben wir jeweils zweimal auf den Goalie geschossen vom Gegner. Weil überhaupt nicht klar kommen sie. We have begun the third period. Into the end of attack. Oh. Going to begin the quick road back. Oh mein Gott. Und I see. It's a 3-on-2 as they move in. Oh, here's a wrister. Boy, stick to stick artistry there. Ich kann die hohen Rebounds nicht. Ich kann die hohen Abpraller nicht. Und ey, machen sie doch, ey. Kurva, je bempti, schief, schon alles miteinander. Und boah, schon denkt so, das zweite so das Goal. Wäre wieder genau gleich dumm beschissen gestanden. Los Jungs, jetzt oder nie, nie. Also fast. Rockets are down and will continue to be down if they don't find a way to create some of these chances. They've had some good looks, but so far not very good. Tommy, du musst nur aufs Goal schiessen, das ist der Dine. So, komm jetzt. Takes that on his stick and looks ahead. Moved along and in. Und er hängt ins Kreuz. Fick dich, du Nuttensohn, du! The goaltender had no chance stopping that puck with the quick release. Ah, Scheiße! Jetzt ist gelaufen, oder? Wollen wir auch mal Goal schießen? Ich will. Dummy! Den muss ich natürlich heben. Den muss ich heben, so etwas dürfen. Keine Ahnung. Stehe ich da? Stehe ich beschissen? Wieso kann ich den nicht heben? So. Off the face off, he ties his man up and so the puck goes to his team. Frage. Heads on to the corner. Und ja. Denkst du?
He takes that point pass. Unboah. What a break. Shot hit the man. Schön abgelenkt werden. Schön ins Goal. Das bringt doch nichts, Jungs. Den hebt er. Und sie gewürfeln um, aber kein Körper, kein Körper. Check, check. Check. So ein Goal. Und yes, Baby, jetzt werden wir richtig demontiert. Noch in der letzten Minute. Und ich mag ja schon gar nicht mehr anschauen. Has got that neutral zone face-off. And he takes it through center ice. Cranks a shot. Sent on goal. Routine. Einfach etwas. Up the wing with it now. Gets that pass. Doesn't have to move too much. Und da ist der nächste. Ficken euch doch. Ficken euch doch. Und jetzt wird's richtig. Ficken euch. Breakaway right before he scored. Harding's looking back at the net here. He thought he had the low stick side covered. He doesn't, and the puck's behind him. Retourkutsche für die grossen Sprüche von vorher. War so richtig hart im Fresse Retour. Einfach etwas. They win the draw and will now set up an attack. Takes it up that side. Out in front. Puck covered, whistle blown. Einfach bisschen. Meh. Komm, mach das fertig. The Rockets win it. Not all saves have. Score! Oh, wow, wow, gratuliere, gratuliere. Super. Du hast nur 59 Minuten und 40 Sekunden gebraucht, um das Goal zu machen. Das ist voll geil. Und dann noch schön, es wieder irgendwie aus dem... von hinter dem Goal. Komm, hör doch auf. Wo wird er noch einen Böck durchpassen, wenn er mit dem Schoner dran ist? Einfach etwas. Komm. Es hätte jetzt einfach nur müssen sein, das Goal. Keine Ahnung, damit ich mich noch mehr aufregen kann. Komm, schieß nochmal eins. Just a remarkably desperate play by the goalkeeper keeps this one out. Komm, herrlich. Nein, du. Da weiß ich nicht mehr. Da bin ich sprachlos. Da weiß ich nicht mehr, was sagen. Da fehlt mir jedes Wort. Du, das ist jedes Wort ist zu viel da, zum irgendetwas sagen. Ja, habt Freude, geniessen es, habt uns verdient, ihr habt es euch verdient. Ich muss wirklich sagen, gratulieren, super Spiel von euch. Da wieder abgefuckte 15 EP. Jetzt sind es nur noch 73%, vorher sind es 8%, ja, vielleicht das vorher auch. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall scheißegal. Weiter. Und es ist wieder der verfickte Bug drin. Es ist einfach zum Kotzen. Ich kann das Spiel gar nicht machen. Wir sind schon auf dem Tag. Es passiert jedes Mal. Keine Ahnung. Es war ja so in meiner Ding. Mit meiner Privatkarriere, wo ich spiele, aber einfach etwas. Ich kann das gar nicht spielen. Vielleicht haben wir jetzt Glück und wir gewinnen es, dann können wir das Finale spielen. Wie ihr seht, ich bin auf dem Tag. Einfach etwas. Einfach etwas verloren. Bäh! Ja, ist gut. Komm, dann los, dann zeig grad, wer...
Einfach. Einfach etwas. Das haben sie 10 Millionen mal gesagt. So, dann schauen wir mal, welches Team da Interesse hat an so einem Goalie wie mir. Würden Sie lieber einen Stanley Cup oder einen Titel als bester Scorer gewinnen? Naja, wenn ich den als vom Scorer gewinne, dann bin ich sicher der beste Goalie auf der Welt. Natürlich der Stanley Cup. Gibt es etwas, das Sie in Ihrem Spiel verbessern müssen? Ich muss insgesamt besser werden, um weiterzukommen, oder? So ist das im Leben. Wir mögen schillernde Persönlichkeiten. Was würden Sie als Ihre wichtigste Eigenschaft abseits des Eises bezeichnen? Ich bin bodenständig und bescheiden. Ah ja, na danke. Wir sehen uns. Tschüss. Und Flames, wenn Sie eine Superkraft aussuchen könnten, wofür würden Sie sich entscheiden? Fürs Fliegen! Würden Sie lieber einen Stanley Cup oder einen Scorer gewinnen? Ganz klar, einen Stanley Cup. Der Stanley Cup, der will ich gewinnen, oder? Das ist natürlich das Ziel. Wir brauchen Spieler, die auf dem Eis und auch im Privatleben Verantwortung übernehmen. Was werden Sie mit Ihrem ersten Gehaltscheck anstellen? Ich werde mir lauter tolle Sachen kaufen. Oh ja. Oh oh ja. Nein, was? Ich weiß noch nicht. Ja, ich werde dann alle zum Essen einladen. Ah ja, na danke. Und mit Vancouver Canucks. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Natürlich Sport, Kollege. Welches Haustier hätten Sie gerne? Eine Katze. Ein Hund oder eine Katze? Ein weißer Tiger wäre natürlich auch nicht schlecht. Nein, eine Katze. Unsere Organisation braucht selbstbewusste Spieler. Wie würden Sie den Fans dieser Stadt Wie würden Sie sich den Fans dieser Stadt verkaufen? Ich tue alles, was nötig ist, um zu gewinnen. Oder ich bin ein absoluter Teamplayer. Nein, für einen Sieg tue ich alles. Der Verkauf für meine Mutter, meine Großmutter, alles muss weg. Für einen Sieg ist mir alles recht. Da gar nicht überleichen. Ah ja. Ja komm, mach's nicht spannend. Jetzt, wo sind wir? In welcher Runde? In der fünften Runde werden wir draftet. Wahrscheinlich. Oh nein, in der ersten Runde. Von den Montreal Canadiens. Ja, in dem Fall. Als 21. Voll easy. Ja, mach du das mit dem Vertrag. Wir gehen da mal weiter. Noch ein paar hunderttausend Interviews. Was würden Sie den Fans von Montreal jetzt gerne sagen? Dass sie sich auf ein tolles Spektakel freuen können. Yeah, ob die Spieler geht. Wieso geht es mit den Spielern? Aber ey, jetzt ist Superstar Hartmann da. Hey, jetzt geht's ab. Und er hat ewiges mitladen. Und noch ewiger. Jetzt nimmt er Fahrt auf. Ja. Oh, und da haben wir schon wieder eine größere Ladezeit. Ja, Vertrag unterschrieben. Und weiter geht's, die wilde Fahrt, los. Saisonstart, Vorbereitungsspiel, wir sind dabei.
Er macht spannend, es wird spannend, oh, immer noch spannend. Und das Interview. Du hast ein Angebot für ein Werbeplakat erhalten, weil dich die Stadt für den nächsten Superstar hält. Du bekommst zwar kein Honorar, aber die PR wäre nicht übel. Was sagst du dazu? Nein, ich will ein Zeppelin. Das klingt interessant. Wo muss ich unterschreiben? Ja, ich habe Druck. Ah. Oh, Familie findet es gut, Fans finden es gut. Alle haben Freude an mir. Und da ist er. Pö, der Kaste im Goal. Wir gehen gerade weiter, das kann man nicht zu lange anschauen. 40 GP werden erwartet in dem nächsten Spiel. Im Vorbereitungsspiel. Da könnten wir noch EP verteilen, aber können wir ja gar nicht. Wir haben viel zu wenig. Aha, da geht's ab. Das erste Spiel simulieren wir gerade noch, weil der andere Goal im Goal ist. Und der Molten. Sieg, 3-2 gewonnen. Ich bin froh, dir mitzuteilen, dass Jeremy Gregory wieder spielen lässt. Das ist super, freut mich, dass es wieder besser geht. Jetzt müssen wir uns aber auf uns konzentrieren. Noch ein kurzes Interview. Ein bedeutender Moment in Ihrer Karriere. Sie stehen kurz davor, zum ersten Mal NHL Ice zu betreten. Ist das ein bewegender Augenblick für Sie? Ja, ein bisschen, aber im Moment konzentriere ich mich nur darauf, zu Beginn der regulären Season, im Kader zu stehen. Ja, das ist super. Das nehmen wir gut. Alle finden es toll, super. Tja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Match geht es mit den Canadiens weiter. In den Vorbereitungsrunden, das sind wieder 3 Spiele. Dann gibt es mal richtige NHL-Saisonstart. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Bis dann. Ciao, ciao.